Please hang up and try again. Virtual Reality, Freunde, lange nichts mehr vom Thema gehört, oder? Also wird es mal wieder Zeit, hier was Kleines dazu zu testen, und zwar ein Virtual Reality Headset, wo das Smartphone reingepackt wird und, was ich hier interessant fand, wo die Kopfhörer direkt mit dran gebaut sind. Das habe ich in der Form bisher noch nicht gesehen, deswegen dachte ich, jo, komm, testen wir mal. Schauen wir uns das Teil doch mal an. Das kommt von der Firma Hamsun Virtual Reality Glasses und ja, ich laber gar nicht ewig drum rum. Also wir packen es aus und schauen uns die Teile dann genau an. Wo geht es denn hier auf? Hier ist die Öffnung. Es ist ja um das Thema recht ruhig geworden in der letzten Zeit, finde ich zumindest. Also zumindest mal hier bei der PlayStation VR, da tut sich eigentlich viel, viel zu wenig. Also da würde ich mir viel mehr guten Content wünschen. Da, die Box ist leer. Und ja, ansonsten hört man auch nicht wirklich viel. Mal hier gibt es was Neues, Kleines und hier was, aber ja, nichts Weltbewegendes. Das hier wird auch nicht weltbewegend sein, aber vielleicht eine nette Sache. Ein Mikrofasertuch haben wir hier schon mit dabei. Und jo, hier kann man es schon sehen. Wo ist hier oben, wo ist hier unten? So rum wird es gehalten. Also das ist unser Virtual Reality Headset mit Band, das oben um den Kopf rumgeht. Und dann hier mit den Kopfhörern, die man auch ja, in der Höhe und in der Länge verstellen kann. Sehr schön. Ich dachte schon, das muss ja auch irgendwie passen. Ansonsten haben wir ganz normal unsere Linsen hier innen drin. Die kann man dann auch etwas verstellen. Ja, hier kann ich... Oh, die kann man sogar einzeln verstellen. Das ist ja interessant. Also die kann man einzeln verstellen, hier mit dem Abstand. Also wenn ihr unterschiedliche Sehstärken zum Beispiel habt und braucht da beim rechten oder beim linken Auge das alles ein bisschen unterschiedlich, dann kann man es hier so einstellen. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Schön. Also hier kann man schon mal einmal diese Einstellung wählen. Und ich denke, hier müsste doch noch was anderes sein. Nö, erstmal nicht. Doch, hier oben. Hier ist das andere Drehrad versteckt. Also hiermit kann man die einzelnen Linsen in der Höhe verstellen und hiermit kann man den Augenabstand einstellen. Enger und etwas weiter zusammen, denn nicht jede Birne ist ja gleich gewachsen. Okay, also hier sind noch kleine Abdeckungen drüber. Flups, die mache ich mal flott noch runter, damit ich hier auch gleich eine klare Sicht habe. Und ja, Sicht auf was denn? Ich denke mal, hier die Klappe müssten wir öffnen oder gibt es dafür einen Knopf? Nö. Also müsste eigentlich hier die Klappe aufgehen, genau. Und hier kommt dann das Smartphone rein. Wird hier reingelegt. Es geht ab Smartphones mit der Größe 4,7 Zoll bis zu maximal 6 Zoll. Also ich werde es hier gleich mal mit dem iPhone 6 probieren oder iPhone 7, iPhone 8. Die sind ja alle auf 4,7 Zoll. Das sollte passen. Und auch 6 Zoll Smartphones, so richtige Klopper, die gehen hier natürlich auch gut rein. Festgehalten wird das alles hier über Magneten. Hier einmal rechts und einmal links. Dann kann man es wieder zuklappen und hier oben schnappt das dann noch zusätzlich in Position hier in diesen mit diesem Haken rein. Also das hält auf jeden Fall bombenfest. Wir haben auch eine leichte Polsterung und die ist flexibel. Ah, das ist gut. Also die passt flexibel sich hier an und hält das Smartphone fest. Und auch hier haben wir eine weiche Polsterung nochmal rundherum, dass das gute Stück dann auch nicht verkratzt. Okay, jetzt hier zu den Kopfhörern. Ich sehe hier schon ein Kabel an der Seite. Da haben wir so ein Spiral-Klinkenkabel. Also beim iPhone 6 kein Problem. Hat ja noch einen Klinkenstecker. Da kann ich es einfach dann einstecken. Aber bei anderen Geräten, da wird es dann schon etwas schwieriger. Oder man muss eben den Adapter benutzen auf Lightning oder auf USB-C. Was auch immer es da gibt bei euch. Gut, gibt es hier noch was zu sehen? Ja, gibt es. Wir haben hier unten einen Button. Und der soll wohl sowas wie ein Auswahlbutton sein, denn wenn ich den hier drücke, sieht man, dass sich hier in der Mitte dieses kleine Hebelchen bewegt und da ist auch so eine Beschichtung drauf, dass das auch dann vom Bildschirm erkannt wird. Bin ich mal gespannt, ob das irgendwie funktioniert wirklich. Und was haben wir hier noch? Das sind die Bedienungen dann für die Kopfhörer, also Play, Pause, vor, zurück, lauter, leiser. Gut, ja, ich würde sagen, dann haben wir es schon soweit. Ich packe jetzt mal hier das iPhone rein. Ich zeige euch noch kurz, erstmal den Bildschirm sauber machen, damit ich auch klare Sicht habe. Ich zeige euch noch mal kurz, dass ich mir hier auch schon was runtergeladen habe. Solche Virtual Reality Apps gibt es ja im App Store zuhauf mittlerweile. Ich habe hier zum Beispiel den
VR-Rollercoaster mir runtergeladen, VR-Tunnel-Race, VR-Tube. Da kann man sich also solche 360-Grad-Videos anschauen, die ja dann auf YouTube hochgeladen wurden. Schauen wir zum Beispiel einfach mal, ja hier, Achterbahn kommt immer gut. Und dann kann man sehen, ich kann hier einmal hin und her schwenken, aber damit es dann gleich in der Brille auch funktioniert, gehe ich hier drauf und habe dann zwei separate Bilder, die mir angezeigt werden, die dann auch durch jede Linse hier hinten einmal durchgehen. Und dann, ja, Freunde, teste ich das mal und dann sage ich euch, wie gut das Teil hier ist. Also es ist an und es ist drin. Hier könnt ihr sehen, dass das Bild schon durch die Linsen durchkommt. Und ich drücke jetzt mal hier den Button und will mal schauen, ob das wirklich funktioniert. Und jawohl, es funktioniert. Seht ihr das hier? Das Video spielt. Ich drücke nochmal hier diesen unteren Knopf und dann sollte es auch gleich wieder anhalten. Also jetzt läuft das Video noch. Und ja, man muss schon ein bisschen feste durchdrücken, aber das klappt wirklich. Also angehalten und jetzt geht's weiter. Also, das klappt schon mal mit dem Button hier, zumindest bei diesen Video-Apps. Und ja, jetzt aber rauf auf den Kopf mit dem Teil. Ich will es doch mal richtig sehen. Hui, also, kurzes Testfazit zu den Virtual Reality Glasses hier. Ja, funktionieren eigentlich. Natürlich haben sie so ein paar Einschränkungen dabei. Erstmal das Positive, hier mit den Kopfhörern, das klappt gut. Also die sitzen bei mir wirklich über den Ohren drüber, stören nicht, passt, Ton ist in Ordnung. Kein Superton, aber für solche Spielereien passt das absolut ausreichend. Die Steuerung hier unten, die funktioniert auch gut. Play, Pause, vor, zurück, lauter, leiser, kann man hiermit wunderbar steuern. Und auch der Button hier, der funktioniert 1A, doch, wenn man es mal auf hat. Und die App, die ist dafür ausgelegt, zum Beispiel diese YouTube-App für Play, Pause, 1A, funktioniert. Also das ist wirklich gut. Und ja, vom Sitz her, mir drückt es hier ein wenig an der Nase, denn hier ist nur hartes Plastik drin. Und ja, vielleicht habe ich auch eine zu große Nase dafür, ne? Wenn eure kleiner ist, drückt hier wahrscheinlich nichts. Aber bei mir ist es hier auf Dauer so ein klein wenig unangenehm geworden in der Nasenregion. Ansonsten, die Polsterung, die ist angenehm, lässt sich gut tragen, ist weich genug, soweit alles okay. Hier dieses Kopfband, das über den Kopf drüber geht und alles fixiert, auch völlig in Ordnung. Das Einstellen, jo, da muss man ein bisschen rumfummeln. Also da habe ich nicht die 100% optimale Position für mich finden können. Ich habe immer so ein ganz leichtes, verschwommenes Bild noch gehabt. Also ich würde mal sagen, zu 95% war es okay, aber na, so 100%ig habe ich das nicht eingestellt gekriegt. Ansonsten hat es aber gepasst vom Bild her. Dann hier die Klappe. Ups, da fliegt das iPhone schon raus. Ja, also das funktioniert auch wirklich gut. Ja, das Telefon wird hier gut drin fixiert, einmal reingestellt und dann müsst ihr das zumachen und das wird ordentlich fixiert. Also das Smartphone selbst, da könnt ihr auch rütteln und schütteln, das rutscht und bewegt sich da drin überhaupt gar nicht. Der Anschluss, wie gesagt, hier 3,5 mm Klinke, jo, passt. Jetzt habe ich hier bei der App, kann man schön sehen, ein Problem, denn die steht so auf dem Kopf, wenn ich das so halte, wie das hier mit der Position von dem Anschluss her gedacht ist. Und wenn ich es rumdrehe, ja, dann ist es richtig rum, aber dann bekomme ich hier ein Problem mit meinem Kabel. Aber das liegt wohl eher an der App, dass das nicht richtig funktioniert, dass ich da alles auf dem Kopf habe. Jo, ansonsten Freunde, kurzes Fazit, das Teil hier ist völlig in Ordnung, macht, was es machen soll und ist wirklich eines der besseren Sets, die ich hier bisher schon ausprobiert habe. Recht simple Konstruktion, mit dem Button hier funktioniert es aber wirklich gut, das ist ein großer Vorteil, dass ihr nicht für jedes Video, das ihr abspielt oder ihr wollt mal Play-Pause machen, jedes Mal hier das Telefon rauskramen müsst und ja, das ist umständlich. Ist somit schön vermieden. Außerdem seht ihr, wir haben hier auch noch ein bisschen was an Schlitzen an der Seite. Das ist die Belüftung, denn das Telefon wird dabei schon warm. Das kann ich hier spüren, dass man da auch ein bisschen Belüftung drin hat eben. Also, soweit, so gut. Ich würde sagen, wer es mal ausprobieren will, Virtual Reality mit dem ja, Smartphone, kann hier gerne zugreifen. Großer Vorteil ist auch, ihr habt keine extra Kabelsalatgeschichte für den Ton, den ihr dann noch über Kopfhörer extra braucht, sondern das kleine Käbelchen steckt hier schon mit drin und dann ist gut. Denn Kabel sind ja das Letzte, das man hier mal so einem Headset eigentlich haben will. Von daher, probiert es mal aus. Macht Spaß, ist natürlich kein riesen tolles Erlebnis und das Sichtfeld ist auch nicht Bildschirm
füllend, sondern eher, kommt mir so vor, ein bisschen wie 4 zu 3. Also da habt ihr rechts und links, seht ihr schon noch schwarze Balken. Aber ansonsten, es funktioniert, Leute. Was soll ich sagen? Es ist ein leichter Einstieg in die VR und für ein paar Eurochen kann man da mal reinschnuppern, bevor man vielleicht mehr Geld ausgibt für richtig teure Headsets, die es ja auch von HTC und mittlerweile gibt. Also, der Link, der ist hier unten in meiner Videobeschreibung, Freunde. Das Teil hier ist in Ordnung, könnt ihr gerne ausprobieren und ich sage dann mal Tschüss und bis zum nächsten Mal hier bei Meapplecat. Macht es gut!